Unser Erfolg im Leben hängt zu einem großen Teil von unseren Kommunikationsfähigkeiten ab. Zum Beispiel im beruflichen Bereich, nicht nur wenn man ein professioneller Sprecher ist oder ein Coach oder ein Therapeut, auch zum Beispiel in Teamsitzungen, in Geschäftsverhandlungen oder wenn man zum Beispiel in einem Verkaufsgespräch ist oder wenn man seinen Vorgesetzten um eine Gehaltserhöhung bitten möchte. Aber nicht nur im beruflichen Kontext, sondern auch im privaten Kontext sind unsere Kommunikationsfähigkeiten sehr, sehr wichtig. Zum Beispiel, wenn wir eine Beziehung finden wollen oder dass die Beziehung gut läuft, dann ist die Kommunikationsfähigkeit sehr, sehr wichtig. Oder zum Beispiel in der Familie oder bei der Erziehung unserer Kinder oder einfach dabei, Freunde zu finden und mit Freunden etwas zu unternehmen. Auch hier werden unsere Kommunikationsfähigkeiten in all diesen Bereichen ganz maßgeblich unseren Erfolg und unser Glück im Leben beeinflussen. Und was ist jetzt mit solchen Situationen, wo wir ganz auf uns alleine gestellt sind, wo wir nicht mit irgendeinem anderen Menschen interagieren? Da kann unsere Kommunikation doch nicht so wichtig sein, könnte man denken, aber das ist falsch. Denn unsere innere Kommunikation, unser innerer Dialog hat einen ganz starken Einfluss auf unser Leben und auf unseren Erfolg, selbst bei Dingen, die wir ganz für uns selbst alleine machen. Wenn wir eine gute, positive innere Kommunikation haben, werden wir selbstbewusster sein. Wir werden einen optimistischeren, zuversichtlicheren Blick in die Zukunft haben. Wir werden unbewusste Mechanismen der Selbstsabotage vermeiden. Wir werden ein stärkeres Selbstwertgefühl in uns entwickeln und eine generell positivere Haltung zum Leben. Es gibt eine Studie von Professor Richard Wiseman aus der University of Hertfordshire, der Probanden befragt hat, ob sie sich als glückliche oder als unglückliche Menschen selbst beschreiben würden. Und er hat ihnen eine Aufgabe gestellt, in einer Zeitung herauszufinden, wie viele Fotos in dieser Zeitung sind, die Fotos zu zählen. Und auf der zweiten Seite dieser Zeitung war in großen Lettern ein Text, wo drauf stand, du kannst aufhören zu zählen, in der Zeitung sind 43 Fotos. Und das Spannende ist, nur die Leute, die sich selbst als glückliche Leute gesehen haben, Leute, die Glück im Leben haben, haben diese Botschaft gesehen. Die anderen mussten bis zum Ende der Zeitung zählen, um herauszufinden, wie viele Bilder in der Zeitung waren. Das zeigt, dass wie wir uns selbst beschreiben, wie unser eigener innerer Dialog vonstatten geht, einen ganz maßgeblichen Einfluss darauf hat, wie erfolgreich wir im Leben sind. Und wie wir Situationen, wie wir uns selbst beschreiben, das ist ganz, ganz wesentlich. Wenn man eine Situation hat, die man zum Beispiel als Problem beschreibt, dann wirkt das ganz anders, als wenn wir zum Beispiel sagen, das ist eine Herausforderung. Oder wenn wir sagen, hey, das ist aber vielleicht spannend. Das ist eine spannende Aufgabe. Das macht etwas ganz anderes mit uns und unsere Einstellung, unsere Haltung. Der Grad, wie wir Zugang zu unseren Ressourcen haben, ist ein ganz anderer. Wir sehen also, dass Kommunikation in allen möglichen Situationen unseres Lebens ganz maßgeblich an unserem Erfolg beteiligt ist. Aber damit wir Kommunikation auch wirklich positiv einsetzen können, damit sie uns auch nutzt, müssen wir in der Lage sein, die entsprechenden kommunikativen Prinzipien und Kommunikationsmuster und Sprachmuster wirklich anzuwenden, wenn wir sie brauchen. Und damit wir das können, müssen sie in unserem Denken mit der Situation verknüpft sein, für die wir sie brauchen. Wenn das nicht der Fall ist, dann sind sie relativ nutzlos. Relativ früh in meiner Ausbildung in Hypnotherapie habe ich schon ziemlich bald viele von diesen Kommunikationsmustern, diesen Sprachmustern kennengelernt. Aber wenn ich dann in eine Situation kam, wo ich sie gebraucht hätte, waren sie manchmal nicht da. Warum? Eben weil diese Verbindung noch nicht vorhanden war. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir sie in unserem Denken so ablegen, wie wir sie brauchen.
Zum Beispiel, wenn ich ein Kommunikationsmuster kenne, das mir hilft, eine positive Verbindung, einen Rapport mit einer anderen Person einzugehen, dann muss ich dieses Kommunikationsmuster auch mit der Idee des Rapports verbunden haben. Wenn ich das nicht habe, kann ich dieses Kommunikationsmuster nicht sofort anwenden, dann kann ich nicht schnell darauf zugreifen, dann fällt mir vielleicht irgendwann nach dem Gespräch ein, Mensch, das hätte ich machen können. Aber dann ist es zu spät. Im nächsten Video möchte ich euch eine Struktur vorstellen, wie wir alle kommunikativen Prinzipien, alle Sprachmuster einordnen und verstehen können, die es euch erlaubt, dieselbe Struktur für die Sprachmuster zu verwenden, die ihr auch verwenden könnt, um eine kommunikative Situation einzuordnen und zu verstehen, sei das jetzt zum Beispiel eine Therapiesitzung oder eine Coaching-Sitzung oder ein Verkaufsgespräch oder irgendein anderer kommunikativer Kontext. Und indem ihr diese Struktur anwendet, könnt ihr jede kommunikative Situation optimal durchlaufen, indem ihr die entsprechenden Sprachmuster automatisch zugänglich habt, wenn ihr in die entsprechende Situation kommt. Und wer jetzt Lust hat, mehr darüber zu erfahren, was Sprachmuster sind und wie Sprachmuster funktionieren, der kann auf unser nächstes Video auf diesem Kanal warten und da erklären wir euch auf humorvolle Weise die unterschiedlichen Typen von Sprachmustern. Also dabei bleiben, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und wer jetzt ganz heiß auf das Thema ist und richtig tief einsteigen will, der kann an unserem Online-Webinar-Training zu dem Thema Sprachmuster teilnehmen. Und wer sich jetzt ganz schnell dazu entscheidet, bekommt sogar die ersten 3 Monate kostenlos. Und das gilt sogar für die Leute, die einfach nur mal reinschnuppern wollen. Und wenn ihr dazu mehr Infos wollt, schaut in unseren Newsletter rein. Link dazu in der Beschreibung. In jedem Fall freue ich mich, euch demnächst wieder auf diesem Kanal begrüßen zu können. Bis bald und alles Gute.